Hallo Leute, mein Name ist Martin Gunn und herzlich willkommen zu den WWE News. Heute geht es um die Frage, ob Daniel Bryan vielleicht doch nicht im Royal Rumble Match teilnimmt. Lucha Underground zieht nach und die WWE versucht, weitere Topstars ranzukriegen. Für die Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, auf meinem Kanal wird es diese WWE News Ausgabe ab sofort jetzt immer montags und donnerstags geben. Am letzten Donnerstag kam nämlich auch schon eine weitere WWE News Folge raus, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Link ist in der Infobox. Die WWE hat jetzt offiziell bestätigt, von WWE's Tough Enough wird es eine neue Staffel geben. Im letzten Jahr hat man ja das Ganze noch auf unbestimmte Zeit verschoben aufgrund von Budgetkürzungen und hat halt gesagt, wir können uns im Moment nicht leisten, eine neue Staffel von dieser Serie zu drehen. In dieser Serie versuchen ein paar Nachwuchswrestler einen WWE-Vertrag zu bekommen. Das Ganze ist so ein bisschen Reality-Show-mäßig aufgebaut. Und in der neuen Staffel sollen wohl auch interaktive und Live-Formate mit dort eine Rolle spielen. Wie das gemacht wird, bin ich sehr gespannt. Vielleicht irgendwie sowas, dass man direkt auf dem Network das Ganze auch live mitverfolgen kann und dann vielleicht über die App oder sonst was da irgendwie mitvoten könnte. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das irgendwie innovativ zu gestalten. Ich freue mich auf jeden Fall riesig darüber, weil ich die letzte Staffel von Tough Enough, die ja noch moderiert wurde von Stone Cold Steve Austin, extrem gefeiert habe. Und außerdem für alle Leute, die es schon haben auf dem WWE Network, könnt ihr ab sofort die erste Staffel von Tough Enough sehen. Das Ganze ist zwar schon eine Weile her, ich finde es aber trotzdem noch cool, da halt dieser ganze Kampfgeist und jeder versucht, der nächste WWE-Star zu werden. Das ist halt echt cool. Und dazu kommen halt noch die ganzen Auftritte von den bestehenden Superstars, die den neuen Leuten so ein paar Schulungen geben oder gucken, was die drauf haben und so weiter. Und das ist halt echt cool an dem ganzen Format. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich das endlich gucken kann. Letzte Woche habe ich euch ja den Pay-Per-View-Kalender für das komplette Jahr 2015 gezeigt. Und dort stand der Pay-Per-View Elimination Chamber nicht mit drauf. Stephanie McMahon höchstpersönlich hat sich jetzt dazu geäußert, warum dieser Pay-Per-View und die ganze Matchart abgesetzt wurde. Das Ganze hatte hauptsächlich logistische Gründe, denn es war extrem schwierig, immer dieses Riesenteil durch die Gegend zu kutschieren, denn der Pay-Per-View war ja immer woanders. Und so war es halt extrem schwer, die ganzen Lastwagen und alles damit zu bestücken, dass sie nur diesen komischen Käfig hin und her fahren. Sie meinte, dass das Teil 10 Tonnen wiegt. Das ist wahrscheinlich die gleiche Waage, die er auch rausgekriegt hat. Das wurde nämlich bei TLC gesagt, dass diese Treppen, die immer am Ring stehen, diese Stahltreppen, um die 150 Kilo wiegen oder so. Da war eine ganz komische Maßeinheit, das hätte überhaupt nicht stimmen können, was sie da gesagt haben. Ähnlich wird es hier auch sein. Also ich glaube nicht, dass dieses komplette Ding 10 Tonnen wiegt. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Sie meinte halt, dass es extrem schwierig ist, halt jetzt auch bei den ganzen neuen Arenen, die so gebaut werden, wo halt oben immer noch so ein großer Würfel hängt oder nochmal so ein extra Bereich, wo halt noch Monitore oben dran sind. Und da dann noch den Platz zu finden, um halt dieses Riesenteil da dran zu hängen, ist extrem schwierig und deshalb hat man sich einfach entschieden, den ganzen Pay-Per-View fallen zu lassen. Außerdem hat sie schon angekündigt, dass der dafür ersetzende Fastlane-Pay-Per-View auch ziemlich cool sein wird. Ich bin ja mal gespannt, ob das wirklich irgendwas Innovatives oder Neues bringt oder ob es einfach ein ganz normaler Pay-Per-View wird. Ich hatte euch ja um die Weihnachtszeit berichtet, dass Kevin Nash einen kleinen Streit mit seinem Sohn hatte. Das Ganze wurde dann auch ziemlich handgreiflich und daraus folgend hat die WWE den Legends-Vertrag, den Kevin Nash im Moment hat, erstmal pausieren lassen. Jetzt wurden alle Anschuldigungen fallen gelassen und die WWE hat sofort reagiert und hat den Legends-Deal wieder in Kraft treten lassen. Außerdem sieht es wohl jetzt auch sehr gut aus, dass bei der heutigen Raw-Ausgabe, die ja unter der Raw Reunion steht, auch Kevin Nash zu Gast sein wird. Außerdem werden Ric Flair, Hulk Hogan, Jimmy Hart, die New Age Outlaws, X-Pac, Ron Simmons und ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, auch heute Abend bei der Raw-Ausgabe dabei sein. Und erfahrungsgemäß waren die Raw-Ausgaben mit diesen ganzen Legenden eigentlich gar nicht so verkehrt. Bin also gespannt, was heute Abend alles Schönes passiert. Scott Hall habe ich übrigens eben vergessen und Shawn Michaels, die werden heute Abend auch dabei sein. Da gibt es Neues zum ehemaligen WWE-Superstar Alberto Del Rio, denn dieser hat jetzt endlich seinen Vertrag bei Lucha Underground unterschrieben, ist ja auch vor kurzem bei Ring of Honor debütiert und wird halt jetzt in den nächsten Wochen auch bei Lucha Underground zu sehen sein. Er tritt jetzt unter dem Namen Alberto El Patron auf
Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich gucke Lucha Underground sehr gerne und freue mich da schon auf das Debüt von Alberto Del Rio. So, und dann fusionieren wir doch einfach mal zwei bisherige Nachrichten. Tough Enough und Lucha Underground in Lucha Undergrounds neue Webserie, die demnächst auch starten wird. Und zwar sucht Lucha Underground im Moment Wrestler zwischen 18 und 40 Jahren, die natürlich auch diesen Lucha-Style so ein bisschen in ihrem Wrestling betreiben und will daraus halt so eine Art Casting-Serie machen. Das Ganze wird in Kooperation mit der Firma Doritos passieren und außerdem bekommt jeder Wrestler pro Drehtag $500 und das ist gar kein so schlechtes Gehalt. Okay, dann gehen wir uns mal bewerben, wa? Wie immer hat die WWE offene Augen in Richtung Indies und schaut sich da schon so ein paar Talente an, die es vielleicht zu verpflichten gilt. Und jetzt wurde berichtet, dass die WWE im Moment sehr großes Interesse an dem ehemaligen Ring of Honor Champion Adam Cole hat. Adam Cole, der im Moment verletzt ist, war vor einiger Zeit schon mal bei einem Tryout von der WWE und dort hat er allerdings keinen Vertrag bekommen. Ist natürlich jetzt umso lustiger, dass die WWE jetzt sagt, okay, wir wollen dich aber jetzt haben. Denn aufgrund der ersten Absage hat er seinen Vertrag bei Ring of Honor verlängert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lange er da vertragsmäßig dran gebunden ist und ob er jetzt überhaupt noch Interesse hat, zur WWE zu gehen, nachdem er halt beim ersten Mal schon gesagt bekommen hat, nö, erstmal nicht. Und nach WrestleMania 31 will die WWE denn auch weitere Talente einstellen. Und im Moment stehen die Chancen ganz gut für Tommy Mercer. Dieser war bei TNA eine ganze Zeit lang unter dem Namen Crimson bekannt. Und dieser hatte im Dezember ein WWE-Tryout. Und dahingehend sieht es halt sehr gut aus, dass er nach WrestleMania auch verpflichtet wird. Natürlich sind auch noch ein paar mehr im Gespräch, aber die lasse ich jetzt hier erstmal raus, weil die halt nicht so die Bekanntheit im Moment haben. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch viel kommt, denn gerade das letzte Jahr war ja für die WWE, was Einkauf angeht, richtig krass. Und was da halt noch kommt, kann eigentlich nur gut werden. Und deshalb freue ich mich auch auf jeden, der in diesem Jahr bei NXT auftauchen wird. In Amerika ist SmackDown jetzt auf den Donnerstag gewandert und so begann die erste SmackDown-Ausgabe schon mal gar nicht so schlecht. Des Weiteren hat Triple H schon ein Match für die nächste SmackDown-Ausgabe angekündigt und zwar Daniel Bryan gegen Kane. Das ist erstmal nichts Besonderes, aber es gibt da einen kleinen Zusatz und zwar wenn Daniel Bryan verliert, wird er nicht im Royal Rumble Match teilnehmen. Und das würde ich sehr interessant finden, denn wir haben hier nämlich folgendes Problem. Wenn Daniel Bryan, wie im letzten Jahr, nicht den Rumble gewinnt, werden die Leute den Rumble-Sieger, naja, nicht gerade gutheißen, egal wer es wird. Ursprünglich war ja geplant, dass Daniel Bryan sein Debütmatch nach seiner Verletzung auch beim Royal Rumble Match hat. Da er aber dieses jetzt schon bei der letzten SmackDown-Ausgabe hatte, könnte man hier wirklich schon denken, okay, es besteht hier echt die Möglichkeit, dass sie Bryan aus dem Rumble-Match rausnehmen und dahingehend das Ganze vielleicht eine größere Fehde nach sich zieht, Daniel Bryan gegen die Authority. Aber das kann man natürlich immer weiter spinnen, obwohl wir das letztes Jahr schon hatten. Und außerdem würde uns das halt zeigen, dass man sich gegen Daniel Bryan im Rumble-Match entschieden hat. Vielleicht schafft es Daniel Bryan auch und gewinnt gegen Kane inklusive der kompletten Authority, denn die wird sich sicherlich einmischen. Trotzdem hat diese nächste Woche bei SmackDown-Geschichte schon mal sehr große Auswirkungen gehabt in Bezug auf die Leute, die sagen, ey, das Match will ich sehen, das ist interessant, hier ist auch eine Story. Und das ist halt eine Sache, die schon so ein bisschen den hoffentlich neuen Weg von SmackDown einleitet. Denn normalerweise wäre es so gewesen, dass sie gesagt hätten, nächste Woche bei Raw ist dieses Match. Und jetzt setzt man halt dieses große Match mit der Story auf die nächste SmackDown-Ausgabe. Ist schon mal gar nicht so verkehrt. Außerdem hat SmackDown einen neuen Anstrich bekommen. Das heißt, neue Matchcard-Bilder, neuen Namebar und hast nicht gesehen. Also da gibt es auf jeden Fall wieder einiges zu gucken. Und ich hoffe auch, dass sie diesen Weg jetzt hier für SmackDown noch ein bisschen weiterziehen. Und dann halt auch wirklich sich da ein bisschen mehr drum kümmern, dass halt wirklich beide Shows gut werden und nicht SmackDown so extrem hinter Raw hinterherhinkt und vielleicht auch zeitgleich
mit Raw noch ein bisschen hinterherziehen und dann ist das alles schon sehr gut. So, dann schreibt mir noch gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt von der neuen Ausrichtung von SmackDown haltet, ob ihr glaubt, dass Daniel Bryan aus dem Rumble genommen wird und was ihr von Tough Enough haltet. Schreibt es mir alles mal unten rein und ich bedanke mich dann recht herzlich für jeden Daumen nach oben. Für die Leute am PC könnt ihr jetzt hier klicken, um meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Darunter gibt es alle Social Media Links unter mir gesteuert auf Videos. Für die Leute am Handy oder Tablet, und das sind sogar, wie ich in meinen Analytics gesehen habe, die meisten, hätte ich nicht gedacht, dass ihr halt meine Videos auf dem Handy guckt. Aber das ist ja auch völlig okay. Für euch alle Links in der Infobox, also zu Facebook, also alles im Prinzip, alles was hier verlinkt ist, ist auch in der Infobox nochmal drin. Da könnt also ihr auch von den Handys und Tablets draufklicken. Sollte also nicht das Problem sein. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.